Wir hatten recht. So ist es. Wieder einmal lagen wir goldrichtig. Nein, es geht nicht darum, dass wir prophezeit hatten, dass Rex die Order 66 ausführen würde. Nein, es geht auch nicht darum, dass wir prophezeit hatten, dass Kylo Ren sich für das Gute opfern würde. Nein, denn es geht um zwei Videothemen, die uns aufgrund der Kommentare nicht vergessen geblieben sind. Zahlreicher negativer, teils beleidigender und undurchdachter Kommentare. Wir machen jetzt mal einen großen Cut. Es reicht auch mit dem Eigenlob. Bekanntermaßen stinkt Eigenlob, also schauen wir uns den Sachverhalt an und erklären erst einmal den meisten von euch, die absolut keinen Schimmer haben werden, wovon wir überhaupt sprechen und worum es beim heutigen Video geht. An dieser Stelle wollen wir uns beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Vivid Money. Vivid ist eine moderne Mobile Banking App. Durch Vivid Money ist es uns möglich, diese Videos für euch zu machen und uns zu finanzieren. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr 3 Monate kostenlos Mitglied werden. Dann erhaltet ihr diese coole Metallkarte hier. Der Vorteil dieser Karte ist, dass sie keinerlei Details verrät, außer eures Namens und ansonsten nichts. Das steuert noch einmal zusätzlich zur Sicherheit bei, die ohnehin schon sehr hoch ist, da diese Karte mit eurer App verknüpft ist. Und dort könnt ihr dann auch alle Details einsehen. Super einfach ist das Ganze aufgebaut und ihr habt immer eine Übersicht, was gerade bei euch so abgeht. Zusätzlich gibt euch Vivid Money beim Einkaufen etwas zurück. Mit monatlich bis zu 10% Cashback könnt ihr auf eure Einkäufe bis zu 20 Euro dazu verdienen. Und das ohne extra Mehraufwand. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist ganz einfach mit der Karte bezahlen. Und das war's auch schon. Super einfach und wirklich empfehlenswert. Also, vielen Dank an Vivid Money für die Unterstützung. Und danke an euch, dass ihr euch den Spot bis hierhin angeschaut habt. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und überzeugt euch selbst. Es lohnt sich wirklich. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Video. Dafür müssen wir in die Vergangenheit springen. Die erste Tragödie ereignete sich am 26. Februar 2019, also Anfang letzten Jahres. Das Leben war zu dem Zeitpunkt ganz offensichtlich einfacher und so schmiedeten wir ein Video, wie es im Buche der Star Wars Community steht. Eine spannende Frage, ein spannendes Thema und am Ende des Tages ein spannendes Video. Im Kampf gegen Mace Windu nach der berühmten Ich bin der Senat-Szene nutzte Palpatine zunächst sein eigenes Lichtschwert, um sich vor den Jedi-Meistern zu verteidigen. Doch wenige Augenblicke später ereignete sich etwas Merkwürdiges. Palpatine hat plötzlich nicht mehr sein chromgoldenes Lichtschwert, welches er gerade gezückt hatte, sondern ein silbernes, glänzendes Lichtschwert mit schwarzen Streifen. Im erschienenen Video erklärten wir euch, warum dieser vermeintliche Filmfehler doch eine größere Bedeutung hatte. Denn bei dieser Waffe handelt es sich um die des Auserwählten, Anakin Skywalkers Lichtschwert. Wir gingen auf die verschiedenen Filmfassungen ein, die von George Lucas, dem Macher der originalen 6 Star Wars Filme, immer und immer wieder umgeändert wurden, bis er schließlich zufrieden war. Womit wir allerdings nicht gerechnet hatten, waren wie bereits gesagt die Kommentare. Wir seien Freaks oder es sei ja nur ein einfacher Filmfehler, wir würden zu viel reininterpretieren, waren keine Seltenheit. Bis heute verblieben wir still und äußerten uns nicht wirklich weiter zu diesem Thema, außer ein paar vereinzelte Antworten. Die Bestätigung, ja man könnte sagen die Gerechtigkeit, kam durch einen englischsprachigen Kollegen zustande. Star Wars Theory. Er fand in offiziellen Behind-the-Scenes-Filmen zu Star Wars Episode 3 ein sehr interessantes Video. Was zu sehen war? Genau, unsere Erklärung zu dem Filmfehler. Anakin Skywalker steht hinter Palpatine, während dieser gegen Mace Windu kämpft. In der originalen Fassung warf er nämlich Sidious sein Lichtschwert zu, damit dieser sich gegen die Jedi verteidigen konnte. Trotz der Änderung am Skript, trotz der Änderung am Verlauf des Geschehens, wurden ganze Ausschnitte der gefilmten Szenen zwischen dem Sith Lord und dem Jedi-Meister im uns bekannten Film wiederverwendet. Das ist also der Grund, warum Palpatine nicht sein eigenes Lichtschwert nutzte. In der Filmfassung stößt Anakin in letzter Sekunde dazu, nachdem Palpatine sein eigenes Lichtschwert verlor und am Boden lag. Die Kampfszenen sind also ein kleiner Einblick in eine ältere Version des Filmes, die den Zuschauern ganz einfach nicht auffallen sollten. Die zweite Tragödie ereignete sich Anfang diesen Jahres, am 16. Januar, um genau zu sein. Hier war unser Leben ebenso unbeschwerter. Das gleiche Drama noch einmal. Eine spannende Frage, ein spannendes Thema und am Ende des Tages ein spannendes Video. Wir behandelten dabei die Frage, warum und wie genau Yoda gegen Palpatine verlieren konnte. Warum er am Ende eindeutig der Verlierer war. Auch wenn es nicht viele hören wollten, sprachen wir über die vermeintlich unwichtigen Argumente, die letzten Endes allerdings genau die Gründe für das Versagen Yodas sind und waren. Sein Alter, der Vergleich zu Mace Windu, dem mit besten Lichtschwertkämpfer des Alten Ordens und seine enge Verbundenheit zur hellen Seite der Macht, die nach der Order 66 den größten Tiefpunkt in der Geschichte der Jedi eingenommen hatte.
Auch hier die angesprochenen Kommentare, Unverständnis, Beleidigungen und harte Kritik. Kritik, auf welche wir gerne eingehen. Das Ausmaß ist hier allerdings so groß, dass wir das nicht unangesprochen belassen können. Und genau hier greifen zwei unbestreitbare, offizielle Antworten, die unsere These stützen. Matt Martin, die Person aus der Lucasfilm eigenen Story Group, welche bestimmt, was für Star Wars kanonisch ist und was nicht, äußerte sich klar in Bezug auf den Kampf der beiden. Er ist sich sehr sicher, dass Yoda den Kampf im Film verloren hat. Egal, wie man es hinstellen möchte, Yoda wäre nicht der Gewinner gewesen. Halt. Wir wissen, was einige sich jetzt denken. Ja, egal, ob Storygroup oder nicht, der kann sagen, was er möchte. Das ist nicht die richtige Antwort, ob Yoda jetzt wirklich verloren hat oder nicht. Und da habt ihr ganz klar recht. Das allein würde nicht als Argument ausreichen, dieses Thema noch einmal hochzuholen. Aber seht selbst, nicht einmal, auch nicht zweimal, sondern ganze dreimal wird Yodas Niederlage von der offiziellen Star Wars-Seite bestätigt und festgehalten. Yoda wurde von Palpatine in einem Kampf besiegt, den er nie hätte gewinnen können. Damit haben wir unsere Antwort und manifestieren es im heutigen Video. Dieses Video soll euch nicht nur zeigen, dass wir recht hatten. Ja, okay, doch, ganz offensichtlich schon, aber vor allem, dass wir nicht unrecht hatten. Star Wars ist unser aller Leidenschaft. Es vereint uns, wir können darüber lachen und diskutieren. Genau das macht es so unfassbar schön und vielfältig. Jeder hat eine eigene Ansicht zum Kanon und jeder sollte das auch haben. Die eigene Meinung ist ganz wichtig, egal ob hier oder sonst irgendwo. Wir fordern euch auf, mit uns zu diskutieren und weiter zahlreiche Kommentare zu schreiben, denn genau das ist es, warum wir solche Videos überhaupt erst machen können. Vergesst aber nicht, einen guten Umgangston zu haben und nicht wie die in der Masse wenigen, hier aber viele negativen Beispiele zu enden. Denn am Ende des Tages hatten wir nicht Unrecht.